Schiff.
nicht angreifen. Reichweite. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Das ist zu weit entfernt.
Ziel kann ich nicht angreifen. Euer Blut für Gahun! Ich muss näher ran. Was wollt ihr jetzt? Stört nächstes Mal wen anders. Sehe ich aus wie eine Reiseführerin?
Ich bin nur hier, um Torgas Geschichten zuzuhören. Also folgt einfach weiter der Straße, dann findet ihr Torga. Er ist eine riesige Schildkröte, kann man nicht übersehen. Ich mache mich besser vom Acker, bevor mich noch jemand nach dem Weg fragt. Tretet näher und bloß nicht nuscheln. Guten Tag, werter Herr oder werte Dame. Kommt wieder mit besseren Geschichten.
bin außer Reichweite. Eure Knochen werden uns gut dienen. Ich muss näher ran. Reichweite.
Das kann ich nicht angreifen. Tretet näher und bloß nicht nuscheln. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Das ist zu weit entfernt. Zul'Dazar wird fallen! Kann ich nicht angreifen. Guten Tag, werter Herr. Oder, werte Dame? Na schön, geht schon. Ich habe sowieso gesehen, da wird euch der Panzer wegfliegen. Nicht alles im Ozean hat mein umwerfendes Aussehen oder meine guten Manieren. Torga, nein! Wer konnte Torga so etwas antun? Er wollte doch nur seine Geschichten erzählen. Das kann ich euch sagen. Die Bluttrolle. Folgt mir. Die werden bezahlen. Ich tue, was immer ich tun muss, damit mein Volk sicher ist. Auf dass die Schädel eurer Feinde eure Kleider schmücken. Rache für die Gefallenen. Lasst mich raten.
ihr wollt mit der Seele vom armen Torga reden. Wie wär's mit einem Handel? Bringt mir die Seele von einem anderen Lor, dann hol ich euch Torgas Geist. Spart euch die Spielchen. Ihr wollt die Seele von einem Lor? Hirik wurde schon getötet. Holt euch doch seine Seele. Es brennt ein Feuer in euch, Talanti. Aber meine Hilfe wird euch was kosten. Viel zu tun. Macht's kurz. Möge Buonsamdi eure Feinde holen, bevor er euch holt. Geht nur. Ich habe sowieso zu tun. Ja, ja, ich höre ja schon zu. Was wollt ihr vom Tod? Schau an. Die anderen trauen sich endlich auch aus ihren Panzern. Wurde auch Zeit. Ich dachte, wir sind die Einzigen, denen Torgas Tod nicht egal ist. Kisha, Lask, wir kümmern uns jetzt um die Störenfriede, die Torga zerhacken. Bleibt hier und denkt euch einen Plan mit uns aus. Die Bluttrolle schafft ihr nicht allein. Ha! Ihr habt hier gar nichts zu befehlen. Wir müssen diesen Monstern eine Lektion erteilen. Die machen kurzen Prozess mit euch. Die sind von einer anderen Sorte als die Bluttrolle, denen wir auf unserer letzten Pilgerschaft begegnet sind. Ach, was wisst ihr denn schon? Dann bleibt doch hier! Wir gehen jetzt los. Ich kenne das hier wie meine Westentasche. Macht, was ihr wollt. Mir doch egal. Der führt sich auf, als hätte er das hier gebaut.
Ich bin außer Reichweite. Zeiten ändern sich. Die Sandalari müssen sich mitändern. Mögen die Loa über euch wachen. Wo wollt ihr denn so schnell hin? Kennt ihr eine gute Geschichte? Was führt euch zum alten, einsamen Wurzamli? Torga! Euer Geist wird verlangt. Streckt mal euren Kopf raus. Prinzessin Talanji, die Blutrolle. Ermächtigen Jungo mit meinen Überresten. Vernichtet die Lager bei meiner Leiche. Um Jungo zu schwächen. Ich kämpfe für die, die sich nicht selbst schützen können. Sandala ist immer da. Müsst ihr unbedingt mit mir reden? Hat ja lange genug gedauert. Wir müssen rausfinden, was die Bluttrolle vorhaben. Larsk! Kisha, habt ihr irgendwas, was uns dabei irgendwie verbergen kann? Natürlich. Ich besitze Schriftrollen, die älter sind als ihr. Kisha, schaut in meinen Sachen nach. Das könnte den ganzen Tag dauern. Prinzessin, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Rollen dieser alte Kauz hat. Schauen wir mal. Schriftrolle der ewigen Rückkehr. Ist es das? Nein. Habt ihr überhaupt mal einen Blick reingeworfen? Aber legt sie beiseite. Wir brauchen sie, wenn wir hier fertig sind.
Meine Güte, das hier sieht aus, als wäre es in der Sprache der alten Götter verfasst. Wo habt ihr nur so etwas her? Habe ich die Geschichte nie erzählt? Was für ein Abenteuer. Wo soll ich nur anfangen? Hallo? Jetzt ist keine Zeit für Geschichten. Na gut. Hier ist sie. Schriftrolle der Unsichtbarkeit. Das muss sie sein. Ah, wusste ich doch, dass ich sie irgendwo hatte. Damit sind wir gut genug vor den Bluttrollen verborgen. Bleibt in meiner Nähe. Gut, los geht's. Und seid bloß leise. Es fehlt uns gerade noch, dass ihr zwei gefangen werdet. Ich muss näher ran. Weit entfernt. Ran. Kann ich nicht angreifen. Das ist zu weit entfernt. Thank you.
Menschen. Ich habe kein Ziel. Werden uns gut dienen. Die Schriftrolle der Hand des Schicksals ist seltsam, aber nützlich. Die Küste ist wieder voll mit Untoten. Schaut mal, was die Schriftrolle so kann, Mann. Irgendwas an euch ist seltsam. Der Gestank von Dämonenjägern. Was das? Wir beeilen uns lieber und schauen, was die Bluttrolle da vorne noch so treiben. Wisst ihr, vielleicht gelingt es uns ja doch, den Vorboten von Gaun zu töten. Das könnte die beste Geschichte werden, die je ein Tortolan hat. Sultasar wird fallen! Kampf gegen den Avatar eines Ungeheuers. Einen Mund hat, quasselt die Hand eine Menge. Die Geister sind manchmal echt seltsam.
Ich bin außer Reichweite. Was wollt ihr jetzt? Hat ja lange genug gedauert. Wir können uns ja beim nächsten Mal mehr unterhalten. Sandala für immer. Auf dass die Schädel eurer Feinde eure Kleider schmücken. Kommt! Wir müssen uns vorbereiten, um den Vorboten des Blutgotts zu vernichten. Ja, ja, wir kommen. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Außer Reichweite. Das kann ich nicht angreifen. Angreifen. Niemand entkommt dem Blutgott!
angreifen. Kann ich nicht angreifen. Was immer ich tun muss, damit mein Volk sicher ist. Mögen die Loa über euch wachen. Schreiten wir zur Tat! Für Sandala und für Torga! Es ist lange her, dass mein Herz so voller Feuer war. Für Torga! Wartet nur, bis die anderen hören, dass wir Gahuns Vorboten getötet haben. Euch nicht schützen. Eure Bemühungen zwecklos. Ich bin unbesiegbar. Nein. Alle zusammen! Jetzt! Für Torga! Ihr seid nicht Grau! Nein! Und sterben!
werde in Angst vor euch und euren Bluttrollen leben. Der Horde-Champion und ich kommen euch holen. Und dann reißen wir euch in Stücke. Wow, unglaublich. Wir haben es wirklich geschafft. Oh, eine Pause käme mir jetzt recht. Ja, kehren wir zum Schrein zurück. Kämpft für die, die sich nicht selbst schützen können. Möge Buon Samdi eure Feinde holen, bevor er euch holt. Geht nur. Ich habe sowieso zu tun. Psst, nicht so laut. Auf Wiedersehen, Torga. Ich werde eure Geschichten nie vergessen und sie weitergeben. Und ich werde unserem ganzen Volk erzählen, wie mutig ihr gegen Gahun gekämpft habt. Ich werde nicht ruhen, bis Gahun und die ganzen Bluttrolle ausradiert sind. Das schwör ich, Torga. Was um alles? Die schlaue alte Schildkröte. Er wollte noch nicht ruhen. Er wollte wiedergeboren werden. Passt gut auf den Lua auf, Larsch. Ich und der Champion müssen mehr Verbündete suchen. Na gut, müsst ihr unbedingt mit mir reden? Wir kämpfen mit euch gegen diesen Blutgott, Prinzessin. Wenn ihr mich dann damit in Ruhe lasst. Stört nächstes Mal. Ich kann bestimmt die Tortulana in Nazmir überzeugen, uns zu helfen. Vielleicht kommen Schuak und Karl George auch. Danke, ihr beiden. Eure Treue bedeutet mir viel. Mir und allen Sandalari. Zeiten ändern sich. Die Sandalari müssen sich mitändern. Sandala ist immer da. Ach, was denn? Hat ja lange genug gedauert. Wir können uns ja beim nächsten Mal mehr unterhalten. Werter Herr oder werte Dame? Eure Hordespeer haben in der Nähe einen schrecklichen Feind entdeckt. Sie schlagen vor, ihn umgehend zu töten, und ich stimme ihnen zu.
zuerst etwas anvisieren. Sind unsere beiden Völker wieder sicher. Ich habe Sachen gesehen, da wird euch der Panzer wegfliegen. Was Antikes zum Tauschen? Aber es muss mindestens 200 Jahre alt sein. Und das ist Torgas Schicksal. Was gibt's Neues von der Verstärkung der Horde? Wir warten immer noch auf die Prinzessin. Aber wir haben eine Spur zum Loa Krakua. Ich höre euch, Mann. Bleibt immer wachsam. Was war denn das für ein Krach? Ich beschütze die Prinzessin, ihr geht mal gucken. Wie geht's denn so, Mann? Haltet euch vom Voodoo fern. Tretet näher und bloß nicht nuscheln. Kommt wieder mit besseren Geschichten. Ich habe Sachen gesehen, da wird euch der Panzer wegfliegen. Nicht alles im Ozean hat mein umwerfendes Aussehen oder meine guten Manieren. Ganz ruhig. Ihr habt tiefe Wunden. Ah.
Auf dann. Später. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Eure Knochen werden uns gut dienen. Kann ich nicht angreifen. Noch ein Schädel für meine Sammlung. Ich muss näher ran.
an. Was kann ich für euch tun, Boss? Finger weg vom Voodoo-Mann! Guten Tag, werter Herr oder werte Dame. Einen Teil meiner Macht. Nutzt sie, um Zentimo zu helfen, sich meinen Kindern anzuschließen. Zentimo hat mir gut gedient. Sein Geist wird unter meinen Kindern weiterleben. Diese Monster haben meinen letzten Jünger getötet. Ich werde den Zorn von 10.000 Jahren über sie bringen. Ich schließe mich eurem Kreuzzug gegen die Bluttrolle an. Doch zunächst muss ich wieder zu Kräften kommen. Helft ihr mir? Thank you.
Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Entfernt. Nager entziehen dem Froschlur die Macht. Haltet sie auf und zerstört ihr Lager. Ein Ziel. Zurückkriegen, ziehen sie uns das für den Rest unseres Lebens vom Gehalt ab. Lieber viel zu viel als nicht genug. Auf der anderen
anderen Seite dieser Ruinen ist ein verstecktes Fleckchen. Das würde das perfekte Basislager abgeben. Sag dem Team, wir treffen uns dort. Ich bin kampfbereit. Ich habe über die Jahre viele Dinge gesammelt. Findet ihr die identischen? Ah, gut, ein Abenteurer. Ich brauche eure Dienste. Gut gemacht!